Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen heute hier bei LS22 D-Dream, dem Nostalgie-Projekt im Farming Simulator-Universum. Freue mich natürlich, dass ihr jetzt und du ganz speziell einschaltest. Ich bin heute wieder alleine unterwegs, denn wir nehmen ja in einer Session auf im Endeffekt und die liebe Nicole muss leider auf Arbeit. Morgen früh ganz zeitig, ist auch vorhin gerade erst gekommen, wegen 5 Minuten. Macht es jetzt nicht so den Sinn. Meine Lieben, ihr könnt mich natürlich, wenn ihr möchtet, sehr gerne unterstützen auf dem Weg zum Giants-Partner unten rein. Einfach ein kleines Abo machen. Ist für euch kostenfrei und für uns bedeutet es die Welt. Und ja, wer noch ein Däumchen übrig hat, sehr gerne ein Däumchen da lassen. Vielen Dank. So, okay, die Zinken sind alle in Ordnung. Das sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. Wir müssen also nichts groß irgendwie verändern. Dann würde ich sagen, klappen wir das Ding hier zusammen. Und, ich muss noch mal schnell was gucken. Jo, wir müssen es düngen auf alle Fälle. Oh ja, wir müssen es aber straff düngen. So. Sag mal, boah, das sinkt aber hier ganz schön ein, hä? Eieieiei. Haut es langsam auf hier oder was ist jetzt? Da wäre es vielleicht gut, ich nehme den ZD. Weil wir werden jetzt hier auf alle Fälle Gülle spritzen. Und dann nehme ich mal lieber wirklich den ZD. So, wie sieht's denn aus? Wir verlieren ganz schön Dreck. Naja, gut. Geht nicht anders. Ist so. Da müssen wir jetzt im Endeffekt durch. So, ich schnapp mir jetzt das Güllefass. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir hochfahren zu den Schweinen. Bin ich aber gerade nicht ganz sicher. Wir bräuchten wirklich mal entweder noch ein zweites Güllefass oder ein Zubringerfass. Das wäre irgendwie mal ganz cool. Irgendwie mal ganz, ganz geil. Gut. So. Naja, wollen wir mal probieren. Wir müssen jetzt das Feld auf alle Fälle fertig machen. Das wäre ganz wichtig. Sonst wird's Rotz. So, dann waschen wir erstmal das Ding ab. Schnappen uns mal den ZD. Ich weiß gar nicht, wo der ist, wenn ich ehrlich bin. Ich muss dann gleich mal gucken. So. So, waschen wir hier mal schön ab. Das müssen wir aber irgendwann warten, weil das ist, naja, das alte Zeug wäre schon gut, wenn wir das mal warten. Geht das schon gar nicht mehr ab? Ist das Rost hier oder was ist das? Ah ne, jetzt. Jetzt wird's sauber, mein Lieben. Jawoll. Jawollo. So, gut. Dann würde ich den jetzt mal reinfahren in die Halle, dass wir den erstmal wieder ein bisschen weggestellt haben. Und dann müssen wir mal gucken, wo der ZD steht. Habe ich keine Ahnung, wenn ich gerade ehrlich bin. So, ich muss einmal gucken, in welche Halle der reinkommt. Hier. So, gut. Fuhr den nur rein. So, ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt, wo der ZD steht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, den hatte Laura als letztes. So, gut. Dann würde ich den mal ganz kurz hier abstellen, beziehungsweise mal reinstellen in die Halle. So. In der Halle. Gut, hier ist schon mal der W50. Das ist ja schon mal ganz, das ist ja schon mal ganz interessant. So, gut.
Wo ist der? Wo ist der CD? Wo ist der CD? Mann, wo ist der CD? Ist der noch auf dem Feld? Hä? Nee, warte mal. Ich glaube, der ist... Oder ist der unten am... Unten am Gülle-Ding? Der Zettel. Der ist doch nicht etwa oben. Finn, moin. Herzlichen Dank für dein Follow. Na, wie geht's? Wie war dein Tag heute? Genauso warm wie bei uns allen. So, warte mal, haben wir hier das Auto? Das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen blöder. Ist denn jetzt der ZD hin? Kann ich nur mal hochfahren. Mir geht's gut und dir? Mir geht's eigentlich ganz, ganz gut. Ja, auch sehr gut. Bei DDR leider nicht. Bei DDR leider nicht. Ist ein Zwei-Mann-Story-Let's Play. Bin heute zwar leider alleine, aufgrund Arbeit und so. Aber grundsätzlich kann man natürlich bei uns mitspielen. Das ist möglich. Im Roleplay, also im RP. LS22 Neighbors, da kannst du reingucken und grundsätzlich ist es so, mit einer Bewerbung, ne, bei uns auf dem Discord-Server einfach ins Discord reinkommen, Regeln bestätigen, im Bewerbungs-Channel eine Bewerbung hinterlassen und dann wird sich bei dir jemand melden. Und dann, wenn alles passt, kann das losgehen. Die Frage ist, wie alt bist du? Hast du eine gute Internetverbindung, gutes Mikrofon? Also, was heißt gutes Mikrofon? Ein anständiges Mikrofon mit einem ordentlichen Klang, sag ich mal. Na, also so, ja. Und für einen 25er suchen wir natürlich noch dringend Mitspieler, neue. Und Charaktere fürs RP. Ja, da kannst du natürlich dich abbewerben, wenn du Bock drauf hast. Das wären so die Möglichkeiten. Na? Ist halt die Frage, wie alt du bist und sowas. Aber musst du jetzt nicht hier reinschreiben, das kannst du. Solltest du dich bei uns auf dem Discord melden, kannst du uns ja dann erzählen. Also das werden wir, so machen wir unsere Bewerbungsgespräche. Ne? So einfach so ein bisschen abfragen und hinterfragen und sowas. So, und ich suche jetzt gerade für euch, die jetzt neu dazu gekommen sind, ich suche jetzt gerade ein ZD. Und ich weiß nicht, wo den Laura hingestellt hat. Ich habe keinerlei Ahnung. Und ich hoffe, dass ich den jetzt hier oben am Schweinestall finde. Vielleicht sogar mit dem Güllefass dran. Weil das Güllefass nämlich auch weg ist. Das wäre natürlich der absolute Oberkracher. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und so ist es auch. Ei, das habe ich selber, glaube ich, ja hingefahren. Okay, na passt auf, dann machen wir das so. Dann stelle ich mal das Auto hier ab. Und nehme mal das Jüllefass, wa? So, das ist voll. Das ist ja schon mal gut. Dann würde ich sagen, fahren wir da mal runter. Gut.
So, fahren wir mal runter. Und ja, gucken wir. Machen wir noch schnell. Noch schnell ein Fotolein machen. Gut, so, los geht's. Los jedet, wa? Wir bräuchten mal noch, was natürlich geil wäre, wir bräuchten mal noch einen geilen anderen Traktor. Das würde ich noch ein bisschen feiern, muss ich zugeben. Meinetwegen noch einen großen C-Dor oder noch einen ZD oder irgendwas. Irgendwas mit Power. Ich kann ja mal kurz in den Katalog gucken. Der Händler hat mir nämlich einen neuen Katalog gegeben. Da gucken wir dann gleich mal rein. So, wir fahren jetzt hier mit 15 km/h, natürlich. Wie ich das hasse, dieses Geschalte hin und her, dieses tausendmal Geschalte, wo es gar nicht zu schalten gibt. Ah, furchtbar. So, aber natürlich ist das auch eine ganz schöne Last. 10.000 Liter ist nicht ohne, ne? Vor allem für die Maschinen von damals. Da brauchst du schon trotzdem ein bisschen Power und die haben sie manchmal teilweise nicht so sehr. Deswegen, ja. Ja, lieber Chat oder auch an die YouTuberinos, was würdet ihr euch als nächstes mal holen von Traktoren her? Habt ihr einen guten Mod? Habt ihr vielleicht irgendeine gute Idee? Hat jemand vielleicht sogar mal einen privaten Mod, den wir mal mit nutzen dürfen? Natürlich nicht veröffentlichen dann, ne? Das ist klar, aber den wir vielleicht hier bei unserem Projekt einfach mal mitnehmen können. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Den können wir dann einmal, können wir einmal zeigen, ne? So ein Mod. Also gerade vor allem so Privatmods, die jetzt nicht im Mod-Hub oder irgendwo zu finden sind, sind meistens sehr, sehr gute Sachen. Würde ich mich freuen, wenn da sich der ein oder andere mal melden würde. Ja, würde ich feiern, muss ich zugeben. Jetzt wird's gleich alle. Jetzt wird's gleich alle. Eieieiei. So, ja, jetzt. Ah, jetzt, ah. So, gut. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir sogar das Fass an W50 anhängen können, aber ich glaube nicht. Das wäre wohl krank, hä? So, wir fahren jetzt mal runter auf die 8 und wenn wir dort angekommen sind bei der 8, sag mal, ich habe heute gar nicht das DDR-Logo drin, kann das sein? Kann man noch reinmachen. Wenn wir angekommen sind bei der 8, dann schauen wir mal. Ja, ich würde euch mal ganz kurz noch was zeigen, nämlich das hier. Jawohl, für alle Infos des LS25, ja, könnt ihr gerne mal, wie gesagt, abonnieren, wer da nichts verpassen will. So, gut. Ja, läuft da eigentlich ganz flüssig hier runter, hä? Ach ja.
Wir fahren durch die schwarze Pumpe. Fahren über die schwarze Pumpe. Sehr, sehr schöne Gegend hier, muss ich mal zugeben. Es ist wirklich eine schöne Gegend. Wenn wir jetzt noch große Maschinen hätten, dann wäre es natürlich ganz, ganz besonders toll. Aber ich muss sagen, ich mag diese Ostfahrzeuge auch sehr, sehr gerne. Vor allem, weil ich sie aus dem Real Life kenne. Bei uns war ja ist nur sowas hier rumgefahren. Ich kenne das aus meiner Kindheit und Jugendheit. So. Jetzt sind wir im Endeffekt gleich mal bei der 8. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da mit den 10.000 Litern kommen. Ich hoffe, ich habe eigentlich keinen Bock, nochmal komplett hochzufahren. Ich weiß gar nicht, was wir hier am Lager haben. Ein bisschen was hat man, glaube ich, noch, ne? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, sollten wir nochmal hochfahren müssen, da machen wir einen kurzen Cut. Und treffen uns dann oben wieder. Aber jetzt geht's erstmal aufs Feld düngen, meine lieben Freunde der Sonne. So. Gut, dann wollen wir mal spritzen. Sieht doch gut aus, wa? Das sieht doch gut aus. Ja. Komm ich schon ein Stück. Aber ich muss 100% nochmal hochfahren. Es wird nicht anders werden, meine Freunde. Es wird nicht anders werden. Na, mal gucken, vielleicht. Vielleicht kommen wir sogar mit. Nee, das schaffen wir nicht mit dem Fass. Unter keinen Umständen. Der holtert und poltert aber da vorne dran rum. Der ZD, das ist ja der absolute Oberknaller. So, gut. Mal gucken. Ja, ein Stück weit kommen wir schon. Ich guck dann mal, was noch am... Ach, ich glaube, wir haben am Hof nichts mehr. Deswegen bin ich ja, glaube ich, hochgefahren, weil wir gar nichts mehr hatten. Guck dann gleich mal. Bin gespannt. So, na gut, meine Lieben, aber... Wir sehen uns auf alle Fälle in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, unterstützt uns sehr gerne beim Gang nach... Wie heißt es gleich? Der Gang nach... Nicht Odyssey? Ja, ist ja egal. Auf alle Fälle auf dem Weg zum Giants Partner. Würde mich freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Und ja, den Weg... Schritt weit mit mir geht, das wäre ganz cool, deswegen lasst einfach gerne unten ein kleines Abo da und ja, wir sehen uns dann übermorgen wieder, meine Lieben, macht's gut, schönen Sonntag noch, tschüss.
und Ciao.